Hey, house with a swimming pool. Let's check it out. What's wrong with her? Is she hurt? I don't know. Well, she's scared stiff. When was that? What about up there? Huh? Hey, but no. Huh? Let's see what was in it. The Wildcat! Kirby, take the radio outside. Keep watch. Yes, sir. Well, what are you gonna do about her? Just go on outside. Yes, sir. Cage, talk to her. Find out what happened. See if she's alone here. Ah, you can tell, mademoiselle. Over for 1 mile. Vous êtes seul ici? C'est votre maison ici? Vous demeurez ici? Nothing. Just can't get through there. Look there! Captain's on horn. King two. Right. Right, sir. Roger, out. Platoon's gonna reassemble on the other side of town. Kirby, get word to the squads. Well, what are you gonna do with her? You can't just leave her here like that. Cage, tell her we have to leave. Tell her if she goes with us, she'll be safe. Écoutez, mademoiselle. Il faut que vous veniez avec nous immédiatement, hein? Hein? She won't answer. Well, maybe she's deaf or something. All right, we're wasting time. Hey, 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 hey! Need some patty, will you? All right, no diagnosis. Just do what I told you. Hey!
Lieutenant, we're going to hold up here. Now, we're going to set up on the high ground east of town. Well, that's nice. We're pulling out in half an hour. Yes, sir. Oh, hey. She gonna be all right? She won't let me touch her. But as far as I can tell, she's all right physically. We gave her a sedative before. I gotta get another pulse rate. Well, when those bombs started coming in, she heard them, so there can't be anything wrong with her hearing. I don't think there's anything wrong with her vocal apparatus either. Did she say something? Oh, no, no, she's not with us. Probably something happened, something that put her in a shock. As soon as the local authorities get organized, I'll turn her over to them. Right now, there's nothing much I can do for her here. Well, Lieutenant, looks like she's taking you on for her protector. It's the first form of human communication she's displayed since you brought her in. Now everything's going to be all right. You're going to be fine. You just rest. Sleep. Dormez. Ooh. Dormez. I'll be back later. Checkmate King, this is Checkmate King 2. Do you read me? Over. How's it look? It's quiet. Good. Negative. We just found her and brought her back. Over. Roger, out. S2 wanted to talk to that girl we brought back. They went to the aid station. She was gone. What's S2 want with her? She ain't no spy or nothing. Just routine. She was the last civilian left in the village. Yeah, but I wonder why she left. I don't know. It's going to be a sit-and-wait war for a while. You and Kirby stay on the phone. I'm going to check the perimeter. All right, sir. The crowd start moving in. You know what to do. Yes, sir. Panic. Hey, Lieutenant. If you happen to go by the girl's house, bonjour means hello.
your mama and papa? Your parents? Vos parents? What happened here? Did the Bosch do this? The Bosch? Understand. Your parents are dead. Votre parents sont morts. Your father. Your father is dead. Votre père est mort. Votre père est mort.
We have to go. Ich bin froh, wenn das zu Ende ist. Ja, eine schöne Überraschung. Bleiben Sie da. Passen Sie auf den Hauptmann auf. Hey. Kibraza. Où avez-vous un de toi? Arrange-moi. Here.
Voor ça? Alles in Ordnung? Alles, jawohl. Bringen Sie das Radio herein. Was hast du denn? Hat dich jemand verletzt?
du denn so rumgeschaut? War da jemand mit dir? Kannst du denn nicht sprechen? Sag doch was. Spreche doch. Spreche doch mit mir. Passiert. Was ist denn los mit dir? Sag mir! Was ist denn passiert? Was ist denn los? Ich weiß nicht, sie kam so wie ein Bilder aus der Schöne. Ach, das Mädel ist verrückt. Hans, komm raus da! Hans, rauskommen! Hans? Hans? Wie lange ist sie denn schon hier? Morden kannst du. Du hast ihn getötet! Du hast ihn getötet.
Naja, wir haben wichtige Dinge zu besprechen. Kommen Sie. Bleiben Sie mal im Frauenzimmer, lassen Sie nicht aus dem Auge. Jawohl, Herr Hauptmann. Also. Ja. Wir haben uns in diesem Bereich hier in westlicher Richtung fortbewegt, verstehen Sie? Jawohl, Herr Hauptmann. Wir haben diese drei Berge hier umgangen, haben den Fluss hier übersetzt und sind dann in dieser Richtung fortgegangen. Jawohl. Und haben uns so vom Feinde abgesetzt. Nur, passen Sie auf, Feldwebel, ja? Ich erkläre das nicht umsonst. Also, wenn Sie heute Nacht... Wenn wir nun unsere Artillerie heranbringen, genau hier, was ist denn? Starrt ihr uns denn so an? Die spinnt. Nee, Mann, die versteht Deutsch. Nee, 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 nee. Die kann nicht mal sprechen. Woher wissen Sie das so genau? Nee, nee. Nehmen Sie mal nach draußen. Binden Sie irgendwo fest. Jawohl, Herr Hauptmann. Hat der Hauptmann nervös gemacht. Dahin. Hat er will einen Heiligen nervös machen. Schätze Kinder, ich bin ein Koppel in Ihre Hände. Die Meldung, der Befehl, den wir durchgeben wollen. Und hier ist der Code, den wir benutzen werden. X203. Jawohl. Dann bleibt in der Feldwebel wieder. Ist doch ein verfluchter Schürzenjäger. Zentrale 8, Zentrale 8. Hier ist Silberfuchs 3, Silberfuchs 3. Antworten bitte. Feldwebel, Mann, kommen Sie rein. Wir wollen Code gebrauchen. Lassen Sie das Weibstück in Ruhe. Jawohl, Herr Hauptmann. Also. Zentrale 8, Zentrale 8, hier ist Silberfox 3. Antworten bitte. Na, wie steht's? Schon durchgekommen? Noch nicht. Zentrale 8, Zentrale 8, hier ist Silberfox 3. Antworten bitte.
Zentrale 8, hier ist Silberfuchs 3. Antworten bitte, antworten bitte. Code X203? Richtig, ja. Zentrale 8, Zentrale 8, hier ist Silberfuchs 3. Übertragungscode X203. Antworten bitte. Werden wir gehen, Walter? Wird bald gehen. Wir sind fertig. Sehr hübsch, nicht? Lieutenant. What about the girl? She ever say anything? Funny how things work out here. You go back and check on the house because you're worried about the girl and you end up chasing off a kraut raiding party. By the way, Lieutenant, where is she? Medics turned over to local authorities. It's the best thing to do anyhow. That's fine, Saunders. Hey, Lieutenant. Look. Au revoir, mademoiselle.
Goodbye.